Willkommen zurück zu Mario Party Island Tour. Wir machen weiter beim nächsten Spielbrett. Ihr Name lautet Sternsafari. Sammle hoch oben in den Wolken Mini-Sterne und zwar immer im richtigen Moment. Geschick 4 Pilze, Glück 4 Pilze und Minispiele 3 Pilze. Also hier wird nicht so viel auf Minispiele gelegt, oder was? Spielzeit 30 bis 50 Minuten. Wir werden sehen, was wir daraus machen können. Im letzten Part hatten wir ja Luigi und diesmal nehmen wir Wario. Peach und Daisy wären da noch dazwischen gewesen, aber wir wollen ja... Also bitte, ich bitte euch. Zwar, ich bin zwar nicht frauenfeindlich, aber trotzdem, ich mag Mario mehr als diese beiden Dunden. Na, ich hab's halt ab halb im Hals. So, shit. Was geht denn hier vor sich? Sternsafari. 30 bis 15 Minuten, das könnte schon ein paar Parts dauern. Willkommen zur Sternsafari, eine Reise, bei der 4-Sterntreppen eine wichtige Rolle spielen. Lesen wir mal über Sterne. Mini-Sterne, sammle von diesen Sternen so viele wie möglich. Unglückssterne, durch sie wird die Gesamtzahl dieser Mini-Sterne reduziert. Das ist schlecht. Gut, zuerst würfeln wir die Reihenfolge. Wario, diesmal machst du das aber perfekt. Mit seiner Kraft schafft er zumindest den zweiten Platz. Wir steigern uns immer um ein Feld, also werden wir im nächsten Part die Besten und Ersten sein, die am Zug sind. Ja, Mario, Wario, Waluigi und Daisy. Waluigi ist bis jetzt immer dabei, das ist richtig komisch. Naja, jetzt geht die Party los. Ich bin richtig heiß auf dieses Spielbrett. Du willst wissen, was denn nun eigentlich eine Sterntreppe ist? Dann sieh doch mal bitte dort hinüber. Dies ist die erste Sterntreppe. Auf ihr befinden sich Kreaturen, deren Ministerne es zu ergattern gilt. Wer auf dem Sterntreppenfeld landet, erhält die Ministerne der Kreatur, die gerade ganz oben ist. 10, 7, 5, 2. Okay. Beeile dich also, solange sich eine Kreatur mit vielen Ministernen auf der obersten Stufe befindet. Ja, da sagst du so leicht. So, wie sieht's hier über die Würfel aus? Naja, 1 bis 6 halt nur. Naja, was soll's. Mario würfelt zum Einstand das Ultimatum. Und darf schon mal zum ersten Minispiel bitten. Ja, der erste kriegt 3 Ministerne, der zweite 2 und der dritte 1. Und der letzte geht leer aus. Er darf sich eins aussuchen. Bitte das Sternzeichen. Nein, ich meinte dieses Abseilrennen. Das hatten wir doch auch schon mal, oder? Nee, das war was anderes. Da mussten wir hochklettern. Genau so war das. Touchpin, Linie zeichnen. Zeichne die Sternbilder nach, die auf dem oberen Bildschirm angezeigt werden, indem du die Sterne entsprechend verbindest. Super, das freut mich. Verwende den Touchpin wie immer sehr schön. Immerhin ist es kein Gyrosensorspiel. Das freut mich noch mehr. So, kurze Demo mal anschauen. Was erscheint hier zum Beispiel? Ein Dreieck. Und dann unten müssen wir das verbinden. Okay, ja, natürlich ein Gamba, ganz klar. Okay. War doch einfach. Okay. Monty und so ein Viech. Das wird jetzt schon ein bisschen schwieriger. Ist aber noch einfach. Fuck. Nein. So. Shit. Hä? Ich check das jetzt gar nicht. Boah, das war knapp. Paragamba und so ein... Keine Ahnung, wie der heißt. Irgend so ein gefräßiges Viech halt. Was ist das denn? Okay. Ja, da habe ich ein bisschen mehr Pokey. Naja, immerhin, erster, Daisy, war aber schon nicht schlecht. Es wird um den zweiten Platz dann halt gemogelt, um den dritten Platz. Wer denn den einen Stern gibt, kriegt. Wir kriegen auf jeden Fall 3 Sterne. Und Waluigi kriegt einen. Und Mario geht leider leer aus. Waluigi kämpft um alles. So, sehr schön. Wir haben am Ende dann die drei, die meisten Sterne, der hat dann gewonnen. Aber wann ist dann das Ende? Nach 10 Runden? Glaube ich eher nicht. Und ja, wir werden sehen. Vielleicht, wer zuerst am Ziel ankommt. Das ist aber ein verdammt weiter Weg, muss man sagen. Aber ich will ja nicht spoilern. Wer die Sterntreppe zuerst erreicht, bekommt 10 Mini-Sterne. Also ist eine hohe Würfelanzahl angesagt, ja. Bekommen ja auch Items, um schneller voranzukommen. 2. Naja, vielleicht... Naja. Wir liegen immerhin vorne. Also jetzt dran. Ich hoffe, man bekommt ja auch Items.
Ja, komm, warum würfelt ihr immer alle so hoch? Das ist unfair. Vor allem, weil ich da nichts bekomme, weil ich dann wahrscheinlich eh nur mit 2 Sternen nach Hause gehe. Bitte würfel eine niedrige Zahl. Ich darf nicht mal meine Sätze beenden. Da haben die schon längst gewürfelt. Ja! 2 Minispiele hintereinander. Ja, aber... Tempotipp. Ich kenne das Spiel nicht, aber das sah lustig aus. Wahrscheinlich muss man da irgendwas schnell verfolgen oder so. Nicht nur gut, es kommt von oben. Beobachte den oberen Bildschirm und fange die Sterne mit Meteoriten. Hingegen solltest du ausweichen. Heute haben sie es auch aber nur mit dem Sternenhimmel oder so. Ministern und so, naja. Okay. Ah, I understand. Ah ja, wenn ihr zuerst, natürlich. Ja, was denn? Gib mir doch auch mal was. Danke. Also Daisy führt... sehr brutal. Und ich werde hier wahrscheinlich leer ausgehen. Nö, wir sind sogar Zweiter geworden, aber ganz knapp. Daisy mit 9 Punkten, wir mit 6, Waluigi mit 5 und Mario geht leer aus. Schon wieder. Damit führe ich mit 5 Sternen. Dann kommt Daisy mit... Nee, ich und Daisy führen mit beiden 5 Sternen. Okay. Oh shit. Mario könnte als erster da sein. Er braucht 1, 2, um dorthin zu kommen. Und schafft es auch. Jetzt gibt's Sterne. Er bekommt die 10. Alles Gute. Jetzt hat er immerhin schon mal welche. Und das gleich 10 Sterne. So, er darf weitergehen und die nächsten sind 5, dann gibt's... Ne, die nächsten sind 7, dann gibt's 5 und dann gibt's nur noch 2. Ja, jetzt bin ich dran, aber... eine 6 zu würfeln, das ist natürlich nicht so toll. Eine 4. Damit werde ich wahrscheinlich jetzt mit 2 Sternen mich zufrieden geben müssen. Ja, heute haben wir es aber auch mit den Minispielen. Wahrscheinlich geht Mario wieder leer aus. Was soll ich mir aussuchen? Feurige Fitness hatten wir schon. Von der Rolle weiß ich nicht. Auf die Plätze schwerelos. Machen wir mal. Obwohl ich eigentlich Feurige Fitness haben möchte, aber das hatten wir schon. Ich will euch ja auch etwas präsentieren. Natürlich. Natürlich. So, A-Knopf springen. Um was geht's hier? I understand. Naja, Wario, der so ein bisschen fett ist, der ist hier wahrscheinlich... Ist der schwerer? Scheiße. Ja, wir führen, aber Waluigi kommt stark in meine Richtung. Wir haben es so gut wie geschafft. Das Tolle daran ist ja auch, wenn wir dann runterfallen, dann dürfen wir das ja nochmal machen. Shit! Geschafft! Neuer Rekord sogar. Ah, ich kann die anderen jetzt auch noch beobachten. Waluigi schafft den 2. Platz, nicht schlecht. Daisy und Mario ganz in einem anderen Universum. Ja, jetzt habe ich mich auch schon wieder für ein Sternen-Minispiel aus... oder Universum-Minispiel aus... ausgesucht. Entschieden. Sorry. Ja, aber wir müssen den Mario auch bis in die Hölle heiß machen. Jetzt habe ich 7 Mini-Sterne. Daisy wurde 3. Ja. Ne, ich habe 8. Ich kann nicht rechnen. So, 2. Immerhin. Gut. Waluigi. Auch eine 1 und dann haben wir schon wieder Minispiel. Ich glaube, wenn er eine 3 würfelt. Eine 6, Alter. Was ist denn das? Ich krieg wie immer keinen Stern.
Er bekommt von Paracoupa 7, das heißt, er liegt jetzt auf Platz 1 mit 11 Sternen. Naja, es bleibt auf jeden Fall spannend, wenn Daisy noch 5 Sterne hinzubekommt, dann hat sie wie viel? Auch 11? Danke. Ja, und dann, wenn ich dann die 2 bekomme, dann habe ich 10 und ziehe mit Mario gleich. Also ich kann mir mit den Mini-Spielen schon ein bisschen was ausmachen. Jetzt gibt's Sterne. Wahrscheinlich komme ich nicht mal in den nächsten Runde dorthin. Ich werde immer als Letzter agieren. Warum gibt's ja keine Items? Aber ich will ja nicht, ich reg mich ja, also... Nee. Ich sag einfach gar nichts. Ich mag das Spiel. Das hätte ich jetzt auch alleine geschafft, danke. Flap, flap. Schön. Naja, zumindest nicht mehr für kurze Zeit Letzter. Darf ich dann trotzdem noch einen Schritt wagen? Ach nee, dumm. Weil... Ja, egal. So, die gleiche Rollenverteilung wie gerade eben auch. Nur, dass jetzt wir einen Unglücksstern dabei haben. Ach, da haben wir jetzt ja schon 7-mal Unglückssterne. Für den Unglücksstern, den du erhältst, verlierst du einen Ministern. Also minus 2. Flatter hat 10 Ministerne. Das lohnt sich, also versuchen sie dir zu schnappen. Das ist richtig. Was ich gerade meinte, dass ich jetzt mich nicht mehr bewegen, also nochmal würfeln kann, weil ich war ja der Letzte der Runde. Naja, egal. Das heißt also, nur wer auf ein Versus-Minispiel geht, der kriegt dann... Gibt es dann überhaupt Minispiele? Anscheinend, weil nicht nach jeder Runde gibt es so ein schönes Extra. Rutschkarts, Perlensuche, Rutschkarts hatten wir ja schon. Knisternde Spannung. Es könnte spannend werden bei diesem Minispiel. Was müssen wir denn machen? Halte so lange wie möglich durch und lass dich bloß nicht von den Sparkies erwischen. Die heißen wirklich so, okay, dann verwenden wir halt mal den... Schiebebett. Das Schiebebett, um genau zu sein. Mal schauen. Was soll das werden? No, no. Oh, no. Kann man die auch so reindrücken? Kommt Daisy, geh da auch hin, geh da auch hin. Nein! Ja, in dem Gelände, sehr schön. Zwar wurde Daisy Zweite, die auch 11 Sterne hat. Das ist mir egal, soweit war Luigi auch Letzte wurde. Gut, damit liegen wir jetzt in Front. Ne, Daisy und ich sind wieder Erster. So. Aber es ist auf jeden Fall eine richtig spannende Partie. Let's go! Was werfen wir? Eine 5. Sehr, nicht schlecht. Eine Weggabelung. Hier musst du dich für eine Richtung entscheiden. Nimm einfach die Route, bei der du auf einem besseren Feld landest. Versus time, bitches! Warum ich das mache, ich weiß es nicht. Tut mir leid, aber es ist halt so. Es geht wieder um gleichen Einsatz. Ich muss einfach Erster bleiben. Ohne Obst nicht los. Markier dein Revier. Gärtnerei des Grauens. Das hört sich so brutal an. Markier dein Revier. Puh, dann lieber das Erste. Ohne Obst nicht los. Kenne ich zwar auch nicht, aber egal. Siehst du, Minispiel heißt, ja, wissen wir. Hol dir den ersten Platz. Mache ich, auf jeden Fall. Mal alle Früchte aus. Wer als Erstes bei mit den 3 Blättern fertig ist, gewinnt. Mit dem Touchpad müssen wir ausmalen. Okay. Was kommt da jetzt? Früchte irgendwelche? Als Demo wird eine Banane gezeigt, aha. Okay, was sind es? Ich glaube mal, wir, ja. Ihr seht das jetzt nicht, aber ihr könnt ja oben gucken. Wir müssen jetzt Erdbeeren ausmalen. 3 Stück. Geschafft. Jetzt Bier noch. Ah, fuck. Da bin ich jetzt ein bisschen... Ja, Erster. Easy done. Maluigi wieder Letzter. Mario Zweiter diesmal. Das ist gut. Weil ich jetzt alleiniger Führer bin. Besser wäre es eigentlich, wenn Daisy Letzte geworden ist, weil mit der lag ich ja gleich auf. Aber egal, wir füllen jetzt mit 2 Sternen vor Daisy und Mario hat 13. Ja, 2 Sterne Vorsprung. So, Waluigi, du schaffst natürlich auch eine 5 und gehst auch links lang. Oder du schaffst eine 6 und gehst... Egal. Dass es hier keine Items gibt, um schneller voranzukommen, ist schon ein bisschen brutal, aber egal. So,
Daisy, mach mal das Beste. Unten. Versus Time. Danke dafür, weil wir haben jetzt jedes Minispiel gewonnen. Außer das eine, da wurde Daisy knapp für uns Erste. Mal sehen. Steno Memo. Oder das Letzte. Doch nicht das Erste. Oh, komm. Die letzten zwei habe ich zwar gekannt, aber trotzdem. Die waren hier noch nicht im Let's Play dabei. Was ist das? Im Kreis bewegen, kurbeln, verwenden das Schiebepad? Was ist... Was? Ach doch, das kenne ich doch auch. Aber ich kann nicht so schnell drehen, weil ich muss ja mit meiner linken Hand ansonsten... Nein, fuck. Das war schlecht. Mein Rekord seht ihr ja oben, das kenne ich ja schon. Das war schlecht von mir. Ich kann das viel besser. Scheiße, hätte ich doch mit der rechten Hand gemacht. Was soll denn das? Jetzt gewinnt die. Man, toll. Naja. Damit sind wir dann leider nicht mehr alleiniger Erster. Was heißt alleinig? Wir sind überhaupt nicht mehr Erster. Oder? Nee. Scheiße, jetzt habe ich mir verbockt. Ich kenne das Spiel doch. Vierte Runde. Immer noch eine. Ja, dort vorne gibt's. Mario kann eine 5 würfeln. Und wenn er das schafft, dann ist er der Big Boss. Eine 1. Er darf aber auf jeden Fall Platzwechsel machen. Nein, die Kreaturen auf der Sterntreppe. Anscheinend tauschen die Kreaturen auf der Sterntreppe ihre Plätze. Unglaublich! Ach nee, wer jetzt als Letztes kommt, ah ja. Die Ministerne, die auf der obersten Stufe zu vergeben waren, wurden auf die unterste Stufe verlegt. Auf der oberen, ja, wissen wir, können wir alles sehen. Das Problem ist dabei nur, dass man dann als Letzter ankommen muss. Sehr schön. Um dann 10 Sterne zu ergattern. Und das werde wohl ich sein, weil ich das ja vorhin auch schon geschafft habe. Aber Waluigi könnte da noch ein bisschen für Furore sorgen. Mal sehen, was er würfelt. Eine 4, das ist nicht schlecht. Wahrscheinlich geht er unten lang, weil da ist er schneller. Naja, war klar. Und schon wieder ein Versus. Diesmal müssen wir jetzt aber gewinnen. Und irgendwas, was ich kenne. Jetzt muss ich wieder aufholen. Das mittlere hat mir schon Habgier. Dankeschön, das erste kenne ich. Habe ich auch noch nicht gespielt. Holy shit. Wähle den Hub-Chip mit den meisten Juwelen Maul aus. Und zwar bevor es jemand anders tut. Steuerung A, B, X, Y, L, R. Oh, das ist doch der Horror. So, man muss verfolgen. Ja, schon klar. Okay, der hintere ist es. Ha, bist du cool. Bist du cool. Aber ich hab dich schon im Visier, du Spast. Ich kriege auf jeden Fall die meisten. Da fühlt sich einer wohl cool, ne? Geiles Minispiel auf jeden Fall. Aber jetzt ist es natürlich brutaler. Okay. Jetzt habe ich einmal geblinzelt. Leck mir am Arsch. Bin bestimmt falsch. Ne, ich war richtig, sehr schön. Okay, ich kann zumindest noch blinzeln zwischendurch. So, Daisy hat 12. Mario und Waluigi sind raus mit 3 Punkten. Das werden wir sehen. Okay, du bist es. Na, 4 in der Mitte. Das war jetzt gemein. Das war gemein. Ich habe leider keine Ahnung, wer jetzt der mit der meisten ist. Und ich kann jetzt alles verlieren. Aber ich nehme B. Hm.
der andere hatte mehr. Aber wir haben das Spiel gerockt. Mario ist auf den dritten Platz noch gekommen. Waluigi ging leer aus. War ein geiles Minispiel, muss man sagen. Das hat richtig Spaß gemacht, dieses hier. Ja gut, dann sehen wir uns... Nee, Quatsch. Die Runde ist ja noch nicht beendet. Waluigi ist doch auf das Feld gegangen, oder? Ich denke, ja. So. Ich frage mich, was ich mache, wenn ich jetzt keinen Speicherplatz mehr auf der SD-Karte habe. Na klar, eine andere holen, aber trotzdem. Daisy ist dran. Letzter Spielzug in diesem Part. 5. Das heißt, Daisy kommt perfekt hin und kriegt die 7 Sterne. Ich will aber der Letzte sein, der dorthin kommt. Ich wette, es kommt so, dass ich den Unglücksstern kriege. Das ist mir so bewusst. So, ja, dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Mario ist am Zug, aber erst im nächsten Part. Nicht verpassen, abonnieren, nicht vergessen. Bis dann und ciao!